So, das Schönste am Tag ist doch das Frühstück, ne? Wenn der Kaffee fertig ist und die Sachen eingepackt sind soweit, wir einen neuen Plan haben und man weiß, wo es heute hingeht. Ja, guten Morgen, liebe Naturfreunde. Glück auf aus Schweden. In der Nacht hat es geregnet. Wir sind hier übrigens an der Badestelle vom Shelter. Ist auch eine Kanu-Einlass- und Auslassstelle. Diese Shelter sind ja auch für Kanu- und Wasserwanderer gedacht. Aber durch den Regen möchte ich euch nochmal hier die Naturverjüngung zeigen. Da geht doch mein Herz auf, wenn ich das jetzt sehe. Dass jetzt hier alles schön nass überzogen ist. Da gehe ich doch mit euch gerne nochmal durch. Normalerweise hat ja Schweden auch sehr viele Moore, aber das ist alles sowas von ausgetrocknet in diesem Jahr. Wir haben auch jetzt schon vermehrte Mücken. Das kenne ich so früh Ende Mai jetzt auch noch gar nicht. Und die Birken, die treiben jetzt auch schon aus. Das ist auch eigentlich viel zu früh für Schweden. Das ist alles sonst im Juni der Fall. Ja, hier blühen die Maiglöckchen. Ah, es hat sich doch schon wieder gelohnt, mal hier oben hochzukommen. Also, junger Fichtenbestand, wie gesagt, in Deutschland sind die alle schon ausgetrieben. Das steht jetzt alles noch in den Startlöchern. Die Birken haben die ersten Blätter. Hier haben wir auch schöne Austriebe hier. Aber es gibt auch braune Stellen. Naja, der Klimawandel lässt auch nicht vor den europäischen Grenzen halt. Ja, was sagt ihr dazu? Ist doch sicherlich eine Naturverjüngung von dem alten Bestand ringsrum. Pionierbäume, Birke überwiegt, aber auch ich sehe sehr viele Fichten. Etwas höhere Birken sind noch im Bestand. Ja. Sehr schön. Ja, es wird mal gewesen sein, kurze Exkursion. Hier in die Wald- und Wiesenlandschaft Mittelschwedens. Gut, gehen wir wieder zum Shelter und packen ein. Weiter geht's. Schluck Kaffee haben, nicht dass er kalt geworden ist. Ja, haben wir noch. Jetzt ist er wahrscheinlich trinkfertig. Ja, Glück auf, euer Harzer Wald- und Naturfreund. Ist das schön hier.